Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Also eine Prozession. Ist das jetzt mit dem Einzug irgendwie klarer? Wir benutzen, also die Kirche geht in eine andere Dimension, sagt Schmemann. Sie geht in die, also was Messe angeht, man muss es sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht nur einfach ein, weil ich weiß nicht, ob Sie das auch mithören. Ich höre dann immer mit, aber wie müssten wir das dann feiern? Wenn diese Prozession der Liturgie uns in eine andere Dimension hineinführt, wenn diese Prozession der Liturgie, also die gesamte Liturgie, wenn wir Messfeier halten, wenn wir uns zur Messe treffen, uns in die Dimension des Königreiches Christi führt, als eine Realität. Ich weiß, wir sind schnell dabei zu sagen, ja, das ist ja mehr so symbolisch zu verstehen. Ich weiß gar nicht, wie weit man da an sich halten muss. Das ist eine Katastrophe, wenn wir so reden. Denn ursprünglich hieß das Wort Symbol nichts anderes als Realität. Der Kosmos ist ein Symbol, aber Realität, das ist nicht, das bedeutet dann irgendwas. Ja? Welches Symbol nehmen wir denn für die Erstkommunion? Ein Regenwurm, das ist schön, ist lang und geht manchmal in die Erde rein. Oder wenn man auseinanderreißt, dann kann er auch für sich leben. Was weiß ich, ja, so, ganz tolle Sachen. Nee, Regenbogen war das, nicht der Regenbogen, ist aber egal. Ne? So, und das bedeutet dann Folgendes, ja, so. Wie sollen Kinder, ich frage mich, wir haben Achtjährige vor uns, welches achtjährige Kind, wenn es nicht schon 2 Nobelpreise gewonnen hat, ja, in diesem Alter, ja, welches achtjährige Kind soll diesen Transfer von Abstraktion verstehen? Kein Mensch versteht das. So ist es ja auch. Die wissen nur noch irgendwas, da war was mit dem Fisch. Aber ich habe dann kein Aquarium geschenkt bekommen. Ist dumm gelaufen mit der Erstkommunion. Ja? Irgendwie, dann hing der Fisch in der Luft. Ja, war tot. Hat halt Kiemen. Ja? Dumm gelaufen. Ja, war Schluss mit dem Symbol. Oder es war was mit dem Regenbogen. Welches Kind um Gottes Namens willen soll verstehen, dass diese Geschichte, die wir in der Bibel finden, ja, am Anfang des Buches Genesis, mit dem Regenbogen, der übrigens nichts anderes ist, das ist weder Gay-Movement, noch ist das eine Friedensbewegung aus Italien, sondern das ist der Kriegsbogen Gottes, so heißt es wörtlich im hebräischen Text. Weil Gott gegen die Menschheit keinen Krieg mehr führt, deshalb hängt er diesen Kriegsbogen in die Luft. Und so sieht er aus. So. Wenn wir diese Geschichte aus Genesis nehmen, Noah, Bundesschluss mit Noah, ich meine, welchem Kind soll man das erklären? Ja? So. Und das Zeichen für den Bundesschluss ist der Regenbogen. Und jetzt soll mir noch einer erklären, warum der Regenbogen ein Symbol für die Erstkommunion sein soll. Wo sind die Brücken, bitte? Wer kann mir das erklären? Es gibt niemanden auf der Welt, der mir das erklären kann. Nach 10 Nobelpreisen noch nicht. Das ist Kappes. Warum? Weil wir die Eucharistie nicht mehr verstehen. Warum können wir nicht die Symbole, die als Realität verstehen. Brot. Sollte man sowas noch essen heutzutage? Weiß ich ja nicht. Was ist Brot? Stille. Na gut. Nee, es ist, Brot ist Nahrung, ist Essen. Nee, das Symbol ist eine Realität an sich. Aber dieses Regenbogensymbol soll bedeuten, dass. Aber wenn man nicht immer, wenn ich ein Symbol erklären muss, ist es kein Symbol mehr. Ein Symbol, das ich erklären muss, hat keine symbolische Kraft. Ganz einfach. Ja, es ist nichts. Also wenn ich sage, dieses Symbol bedeutet, tschüss, Wiedersehen, ist kein Symbol. Aber was Wasser ist, was dann Taufe bedeutet, Reinigung, Nahrung, letztlich Leben, ja, sind wir sogar bei den Biologen, kommen wir dann am Ende raus, ja, dass alles Leben aus dem Wasser kommt, was weiß ich. Da gibt es Brücken, die muss ich nicht erklären. Es spricht aus sich selber. Brot spricht aus sich selber. Wein, sofern man jetzt nicht sozusagen aus Hinterasien kommt und jetzt nur irgendwie Schnaps trinkt oder was weiß ich, ja, aber spricht aus sich selber. Das muss ich nicht erklären. Sobald ich anfange zu erklären, zerstöre ich es.
Das muss klar sein. Das heißt, ohne dass es einen bösen Willen gibt, alles, was es da an Symbolen, Erstkommunion-Dings gibt, ist eine Zerstörung der Eucharistie. Natürlich will das niemand, aber es geschieht. So ist das Ergebnis ja auch. Trotz aller guten Bemühungen ist am Ende das Eucharistieverständnis zerstört. Weil es die im Grunde genommen den einfachen, direkten Blick nicht mehr gibt, sondern wird immer umgelenkt auf das, was irgendwas bedeuten soll. Das kommt dazu. Es kommt natürlich, da stimme ich voll zu, es gibt eine, das meinte ich eben mit Abstraktionsvermögen. Was verlangen wir den Kindern an Abstraktionsvermögen ab? Ja, das eine ist die Abstraktion, ja, das ist die Umlenkung und also die Ursymbolik, dass der Mensch an sich ein Symbol ist. Und zwar nicht, indem er was bedeutet, sondern indem er ist. Dass der Kosmos, die Schöpfung ein Symbol ist. Und dass darin Christus ein Symbol ist. Also wer das, ich kann nur empfehlen, der liest auch kein Mensch mehr. Ja? Steht das in eurem Regal? Nee, wahrscheinlich nie gehört. Man kann es bei Josef Ratzinger in den Fußnoten finden. Da tauchen alle interessanten Sachen auf. Fortina Rech. Nicht hier mit der Familie Rech, hier aus der Silberumstraße da verwandt, aber weil die schreiben sich auch mit SCH, glaube ich. Ja? Die schreibt sich mit CH. Eine Nonne aus Herstel hat in den 60er Jahren, 50er Jahren, ein überaus intelligentes Buch, sind zweibändig, Inbild des Kosmos heißt das, wo sie nicht nur erklärt, was ein Symbol ist, sondern wo sie Hirsch, Adler, Baum, Mensch, Wein, Brot erklärt. Das muss man gelesen haben. Da sind so viele, da lernt man deutsche Literatur kennen, das ist noch ein halbes Literaturseminar, daneben habe ich ja eben den Nietzsche auch hergenommen, ja. Verzeihung, wenn ich das, ist immer Beleidigung für die noch Lebenden, aber solche gebildeten Frauen haben wir inzwischen in den Klöstern nicht mehr, selbst auch in Herstel oder in Aibingen nicht mehr. Die hatten natürlich auch ein Leben lang Zeit zu studieren, ja. Die haben ein Studium gehabt und haben dann immer auch weiter studiert, weil die ein stramm kontemplatives Leben, die haben nach außen keine Aufgaben wahrgenommen, ja. Aber man merkt, wie das trotzdem nicht an Bodenhaftung verloren hat. Unglaublich, kriegt man nur noch antiquarisch. Aber man kriegt es noch. Ja, mit dem dieser Wunsch ist natürlich, das meinte ich ja am Anfang auch, das ist jetzt nochmal ein eigenes Thema. Die biblischen, darauf geht das ja auch zurück, dass wir im Gegrüßet seist du Maria beten wir das ja immer. Ja. Der Herr ist mit dir. Ja, das ist der gleiche Gruß, der eigentlich dem zugrunde liegt, wenn wir das sagen. Ja. Wir sprechen das aber nicht, weil das im Deutschen so missverständlich ist. Wenn wir sagen, der Herr ist mit dir, also im Saarland denken die dann, ei, um was gibt's halt? Ja, so, das ist schwierig zu sagen, nein, das ist nicht nur im Saarland, ja, wahrscheinlich in Teilen Bayerns auch, ja, aber, also das ist missverständlich im Deutschen. Und nochmal, man hat natürlich diesen Gruß aufgenommen von den Übersetzungen, die im Deutschen schon da waren. Also in anderen Sprachen musste man sich darüber Gedanken machen, hier im Land der Reformation nicht. Und das war aber auch ein Fehler. Ja? Aber das richtig, das in einer guten Weise zu übertragen, ich habe das ja auch mal versucht, obwohl es unerlaubt war, jetzt kommen die Sünden auf den Tisch, ja? Der Herr mit euch ist aber kein Satz. Ja, das hängt auch in der Luft, das ist gewollt und nicht gekonnt, ja? Muss man einfach so sagen. Ja? Aber zu sagen, der Herr ist mit euch, wie gesagt, also das, wahrscheinlich stehe ich mir da selber im Weg, aber ja, aber ich glaube, ich bin da nicht alleine, oder? Ehrlich. Bitte? Ja, das ist immer die Gefahr, sobald man sowas sagt. Aber die Gefahr ist auch nicht groß, dass es geändert werden sollte, von daher. Also, klar, die Aussage ist natürlich die Feststellung dessen. Also in einer anderen Dimension. Es bedeutet die Art unseres Eintritts, sagt Schmemann, in das auferstandene Leben Christi. Farbfilme werden lebendig, wenn sie in drei statt in zwei Dimensionen gesehen werden. Die hinzugefügte Dimension erlaubt uns, bedeutend mehr von der Wirklichkeit des fotografierten Gegenstandes zu sehen. Obschon jeder Vergleich auf dieser Ebene zu schwach ist, unser Eintritt in die Gegenwart Christi geschieht in sehr ähnlicher Form. Es ist das Eintreten in eine vierte Dimension, die uns die endgültige Wirklichkeit des Lebens zeigt.
Hier handelt es sich nicht um ein Entweichen von der Welt. Es ist vielmehr die Ankunft an einem Ausgangspunkt, von dem aus wir die Wirklichkeit der Welt tiefer sehen können. Die Reise beginnt, wenn die Christen ihr Bett und ihr Heim verlassen. Also Wirkung des Heiligen Geistes sozusagen. Ich mache mich auf. Dann beginnt die Reise. Das hat eine Entsprechung in den offiziellen Texten. Früher hieß das allgemeine Einleitung ins Messbuch, heißt es ja jetzt offiziell auch noch, weil die Grundordnung ist ja zwar in Kraft gesetzt, aber noch nicht gültig. Bitte merken Sie sich das nicht, das gibt es nur in der Deutschen Bischofskonferenz. Ja. Also unglaublich. Da gibt es einen gedruckten Text, der ist publiziert, aber er gilt noch nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Für ein Messbuch, das irgendwann kommt. Weil wir sind die Einzigen, glaube ich, die die Neuausgabe des römischen Messbuchs von Anfang 2000 noch nicht übersetzt haben. Das Volk der Dichter und Denker ist dazu nicht in der Lage. Schade. Naja, wie sagt der Innenminister, wir sind degeneriert. Machen das vielleicht die kommende Flüchtlingsgeneration. Ist auch gut. Die allgemeine Einleitung sagt, wann beginnt der Gottesdienst? Wenn die Einzelnen sich aufmachen. Ja, das ist genau der Gedanke, den Schmähmann hier hat. Also er beginnt nicht mit der Klingel, ja, sodass der Organist sozusagen sein Pausenbrot weglegt und in die Tasten greift. Oder unserer macht das nicht, aber in die Tasten greifen schon, aber nicht das mit dem Pausenbrot. Habe ich aber auch schon erlebt in meiner brüchselichen Praxis. So ist nicht alles erfunden, was ich hier sage. Dann beginnt Gottesdienst, wenn sich die Einzelnen rufen lassen, vom Geist Gottes, ein Wirken des Geistes Gottes und wir mit unserer Bewegung, mit unserem Leben darauf antworten, nämlich die Kirche zu bilden. Sie verlassen ihr Leben in der gegenwärtigen und konkreten Welt und ob sie nun 15 Meilen zu fahren haben oder nur um die Ecke gehen, in jedem Fall vollzieht sich hier bereits eine sakramentale Handlung, ein Akt, der die Voraussetzung für alles andere ist. Sie sind auf dem Weg, Kirche zu bilden, genauer gesagt, in die Kirche Gottes umgewandelt zu werden. Was bedeutet das jetzt? Wir haben heute gesprochen über den tiefen Zusammenhang von Kirche, Kirche sein und Eucharistie. Hier sind wir an einem ganz vitalen Punkt. In die Kirche umgewandelt zu werden. Sie waren Individuen, weiß oder schwarz, arm oder reich. Sie waren jedenfalls die natürliche Welt und eine natürliche Gemeinschaft. Und nun sind sie gerufen worden, um an einem Ort zusammenzukommen. Ganz wichtig, diese Bemerkung des Evangelisten Lukas in der Apostelgeschichte. In eodem loco, sagt er, beim Pfingstereignis. Und alle waren an einem Ort. Das ist die Grundvoraussetzung, an einem Ort zu sein. Das sind natürlich jetzt viele Orte, aber man trifft sich jeweils als Kirche an einem Ort. Das ist die Grundvoraussetzung, um Gottes Geist wirken zu lassen. Wie wir aus der Apostelgeschichte wissen. Natürliche Welt an einem Ort zusammengekommen, um ihre eigene Welt mitzubringen, um mehr zu sein als das, was sie vorher waren. Eine neue Gemeinschaft mit einem neuen Leben. Das ist mehr als wir gehen in die Messe. Ja, ich erfülle meine Sonntagspflicht. Ja. Unterschreibt ja heute gar keiner mehr. Ja. Aber vielleicht ermessen wir ganz kurz auf diesem Hintergrund einer solchen Bemerkung, welcher Irrsinn das eigentlich ist, wenn wir in die Eucharistie gehen, um an einem neuen Leben teilzunehmen. Und es wird auf eine rechtliche Kategorie, ich erfülle meine Sonntagspflicht. Das ist geradezu erbärmlich. Obwohl das natürlich stimmt. Die ersten Christen, die ersten Märtyrer sagen auf die Frage hin, warum sie sich trotzdem sonntags versammelt haben, sie sagen, wir können nicht anders. Wir sind nicht in der Lage, anders zu leben. Ja, machen Sie mal diese Rundfrage heute in unserem Land. Ja? Das merken wir manchmal bei uns, ja, wir sind durchaus in der Lage, anders zu leben. Mein Gott, da ist halt jetzt ein Sonntag, muss ja. Ja, sagen wir dann, lass doch mal die Kirche im Dorf, ja. Ein Sonntag ist ja nicht so tragisch. Wir können nicht anders, sagen die, und die haben dafür ihr Leben gelassen. Ja? Wir sind also jenseits dieser Kategorien. Der Sinn des Zusammenkommens besteht nicht einfach darin,
der natürlichen Gemeinschaft, die wir sind, eine religiöse Dimension zu geben. Also ich bin auch mal fromm, in dieser gleich direkt, ja, ich will das gerade noch zu Ende machen. Also dass da sozusagen so ein Sahnehäubchen draufkommt, ja, wir sind jetzt auch mal fromm. Nichts geht nicht um diese religiöse Dimension. Sie besser zu machen oder verantwortungsbewusst oder christlicher, sagt schon jemand. Der Sinn ist, die Kirche zu erfüllen. Das heißt, sie darzustellen, den einen gegenwärtig zu machen, in dem alle Dinge an ihrem Ende und gleichzeitig am Neubeginn sind. Christus darzustellen, Christus zu erfüllen. Das ist das neue Leben. Wir werden in diesem Moment als ein Leib zu Christus in der Versammlung. Es ist eine sehr wichtige Sache, dass ich, wir kommen da gleich noch zu, auch die zeitlichen Grenzen. Es gibt immer wieder Momente in der Liturgie, wo das deutlich gemacht wird. Leider Gottes ist ja unsere, auch nach der Liturgiereform, das ist ja oft der Vorwurf auch, dass es zu verkopft sei. Aber und die Elemente, die wir, na, du Hundegeist, und die Elemente, die wir haben, sind dann nicht konsequent durchgezogen. Ein klassisches Element, die Zeitgrenze aufzuheben, ist der Beginn des Evangeliums. Im Lateinischen immer in illo tempore, in jener Zeit. Leider Gottes hat unsere Übersetzung, ich bin jetzt gespannt, wann die Diskussionen angehen, es wird ja ab dem Advent neue Lektionare geben, ich weiß nicht, ob es die Bereitschaft gibt, diesen Punkt zu ändern, der müsste eigentlich geändert werden. In den vorläufigen Lektionaren, die es vor diesen gab, hatte man das ganz weggelassen, weil man überhaupt nicht mehr wusste, was das bedeutet. Man muss sich das auch vorstellen, nach Jahrzehnten oder einem Jahrhundert liturgischer Forschung weiß man nicht, was in illo tempore bedeutet. In jener Zeit heißt, dass die Zeitgrenze aufgehoben ist. Wir lesen nicht sonntags morgens irgendwelche Geschichten über irgendeinen Schluffi, der durch die Galiläa gelaufen ist und irgendeinen Blinden geheilt hat. Das interessiert eigentlich überhaupt gar keinen. Es gab viele Schluffis in der Weltgeschichte. Und dann ist natürlich die logische Folge zu sagen, also nehmen wir mal einen anderen Schluffi. Warum gerade die, wie heißt der noch? Jesus von Nazareth. Okay. Ja, nehmen wir mal, oh, was weiß ich, haben wir hier schon in dieser Kirche auch erlebt. Nehmen wir Frederik den Propellervogel. Ja, oh, okay. Haben wir hier, einige sind Zeugen. Ja, sie leben noch. Einige sind noch nicht verstorben. Ja? Einige leben noch. In den 13 Jahren, die wir jetzt hier sind, haben wir das auch schon erlebt. Das war aber nicht in unserem Gottesdienst. Ja, aber wir haben das erlebt. Das ist logisch. Wir finden das amüsant, aber es ist logisch. Weil dann sind diese Geschichten austauschbar. Ja? In illo tempore meint, die Zeitgrenze ist aufgehoben, es ist unsere Gegenwart. In jener Zeit ist unsere Zeit. Nicht im Jahr, was weiß ich, 67 nach irgendeinem abgebrochenen Halbrömer. Ja, wen interessiert das? Es ist unsere Zeit. Wir treten ein in die Gegenwart dessen, was da geschieht. Das ist das, was Liturgie meint. Deshalb kann man Liturgie nicht irgendwie künstlich herstellen. Deshalb ist konstitutiv für Liturgie auch das Wort Gottes. Aber so verstanden. Und unsere Leseordnung nimmt in der Regel in jener Zeit, aber sobald im ersten Satz eine Zeitangabe kommt, lässt man das weg. Also das heißt, man hat es immer noch nicht verstanden, was diese Bemerkung eigentlich soll. Ja? In illo tempore ist die Ansage, jetzt. Das, was Sie jeden Morgen hier in der Kirche hören, im Invitatorium, das man hoffentlich betet. Heute hörtet ihr doch auf seine Stimme. Ja? Das ist das liturgische Heute. Wieso singen wir in der Weihnachtspräfation, heute ist Christus geboren? Ist doch gar nicht wahr. Das ist doch im Jahr irgendwie, was weiß ich, drei vor Christus ist er eigentlich geboren, ja? So, wenn man genau rechnet. Ja? Aber wie ist das denn? Wieso singt er heute? Ja, weil er heute geboren ist. Er ist heute auferstanden, singen wir an Ostern. Heute sendest du den Heiligen Geist. Also das ist Liturgie. Die Zeitebene ist aufgehoben. Wir kommen da gleich, es wird noch deutlicher. Wir streben immer danach, diesem mysteriösen, modernen Menschen von der Straße das Christentum verständlich zu machen. Ja, wir versuchen immer, sagt Schmähmann, das Christentum attraktiver zu machen. Und wir haben die Trennung von der Welt, da sind wir dann nochmal bei einem Punkt, wo wir eben waren, ja, verkleinert. Weil wir meinen, wir müssen das attraktiver machen. Oder wir lassen die Trennung von der Welt, wir vergessen die vollkommen.
Also wir streben danach, diesem mysteriösen, modernen Menschen von der Straße das Christentum verständlich und annehmbar zu machen, aber wir vergessen, dass der Christus, von dem wir sprechen, nicht von dieser Welt ist und dass er nach seiner Auferstehung nicht einmal von seinen Jüngern erkannt wurde. Auch nicht von Maria Magdalena, die hielt ihn für den Gärtner. Als die zwei Jünger nach Emmaus gehen, nahte sich Jesus selbst und sie erkannten ihn nicht, bevor er das Brot nahm. Er erschien den Zwölfen bei verschlossenen Türen. Es war offensichtlich nicht mehr ganz einfach, in ihm den Sohn Mariens zu erkennen. Es gab keinen physischen Imperativ, der ihn kenntlich gemacht hätte. Er war mit anderen Worten nicht länger ein Teil dieser Welt und ihrer Wirklichkeit. Ihn zu erkennen, in die Freude seiner Gegenwart einzutreten, bei ihm zu sein, bedeutete von nun an, in eine andere Wirklichkeit einzugehen. Die Verherrlichung des Herrn, das ist ein wichtiger Unterschied, den er hier macht. Die Verherrlichung des Herrn hat nicht jene machtvolle, objektive Überzeugungskraft wie seine Demütigung und Kreuzigung. Seine Glorie wird uns nur, also sein Auferstehungsleben, wird uns nur durch den geheimnisvollen Tod in der Taufe, denn unsere Taufe ist ein Tod, nur durch diesen geheimnisvollen Tod in der Taufe und durch die Salbung mit dem Heiligen Geist zugänglich. Sie ist nur in der Fülle der Kirche bekannt, da sie sich zusammenfindet, um dem Herrn zu begegnen und an seinem auferstandenen Leben teilzunehmen. Da ist das Neue Testament vollkommen klar, vollkommen eindeutig. Nur wo sich die Kirche bildet und wo man durch den Tod der Taufe hindurchgegangen ist, hat man sozusagen Augen für dieses auferstandene Leben. Das ist eine wichtige Differenz. Den ersten Christen war bewusst, dass sie selbst wie Christus zum Himmel aufsteigen mussten, um Tempel des Heiligen Geistes zu werden. Sie waren sich ebenfalls darüber klar, dass dieser Aufstieg die eigentliche Vorbedingung für ihren Dienst in der Welt war. So, und da sind wir nochmal wieder. Das heißt nicht die alte Ghetto-Vorstellung nach dem Motto, Welt, ja. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab, sagt das Johannesevangelium. Ja, die Welt ist bäh, sagen wir es mal so salopp. Ja? So bäh, dass Gott sich selber in seinem Sohn gibt, damit er die Welt rettet. Er ist nicht gekommen, sie zugrunde zu richten. Oder sozusagen so ein paar, wir sind keine Zeugen Jehovas, die sozusagen sagen, es gibt genau 144.000, die sind aus diesem ganzen Sumpf und Morast der Menschheit herausgeschnitten und glücklich, wer dazugehört, das ist natürlich schnell abgezählt. Ja? Und der Rest hat Pech gehabt. Ja. Das ist nicht, ich glaube, man sagen zu können, ohne dass man diesen sehr überzeugten Leuten, die ja ihr Verständnis von Christen nun sehr überzeugt auch leben, mit viel Einsatz, da muss man hohen Respekt vor haben. Ja, ich weiß nicht, wer sich von uns mit dem Wachturm oder mit dem Paulinus irgendwo hier an die Straßenecken stellt, mit dem Paulinus lohnt sich nicht, aber oder mit sonst irgendeinem Konradsblatt oder sonst was es sonst so herum gibt, ja, was es an Politpresse der Bistümer gibt, sich da oder mit der Heiligen Schrift auch irgendwo an die Ecke zu stellen und sich von den Leuten angucken oder auch beflegeln zu lassen. Das kostet schon was, ja, also vor den Leuten habe ich hohen Respekt. Es mindert leider nicht die Falschheit dessen, was da der Inhalt ist. Also Aufstieg. Dort im Himmel wurden sie in das neue Leben des Königreichs eingetaucht und wenn sie nach der Liturgie der Himmelfahrt in die Welt zurückkehrten, strahlte ihr Antlitz das Licht, die Freude und den Frieden jenes Königreiches wieder und sie wurden dessen wahre Zeugen. Wir können nicht anders. Das ist die Erfahrung von Liturgie als Licht, als Freude. Wir erinnern uns vielleicht kurz an diese Legende, als die Kiewer Rus beschlossen, eine Religion anzunehmen. Die haben unterschiedliche Sendboten geschickt. Es kam eine jüdische Delegation, es kamen muslimische Delegationen. Ja? Und dann die Christentümer zu besuchen. Ja, welche nun jetzt? Ja? Und man hat welche in den lateinischen Westen geschickt und dann hat man welche nach Byzanz geschickt. Und die von Byzanz zurückkamen, haben gesagt, das ist die wahre Religion, denn wir glaubten, im Himmel zu stehen. Da war damals hier im lateinischen Westen, das ist schon 1000 Jahre her, war schon alles Kopfi-Kopfi hier, alles nur noch in der Birne. Ja.
Alles wunderbar, würden jetzt die Verteidiger sagen. Bin ich ja manchmal auch einer von, so eine schöne, klare, nüchterne römische Liturgie. Ja. Die ist anfällig für so einen Intellektualismus, für so einen Akademismus, wie wir den auch haben, sodass die Messe inzwischen dann verkommt zu irgendwelchen moralischen Impulsen, zu irgendwelchen besser menschenfühldürfenden Propagandamaschinen. Ja? So ist das ja vielfach. Dafür ist die römische Liturgie anfällig, weil sie sehr wortlastig ist. Ja? Jetzt in der Erneuerung noch mal mehr, weil natürlich, das muss man auch sagen, das ist auch eine meiner Grundthesen zur Erneuerung der Liturgie, nie in der gesamten Kirchengeschichte gab es so viel Klerikalismus in der Liturgie wie heute. Klerikalismus. Das heißt, die Bedeutung des Zelebranten, mit dem Zelebranten steht und fällt die ganze Liturgie. Das ist eine grauenvolle Last, die man hat. Ja? Wenn der sich nämlich zurücknimmt, dann kann es vielleicht einigermaßen gut gehen. Es können aber auch Zelebranten sein, die sich so in den Vordergrund spielen, allein durch ihr Wort, indem sie am Anfang so ein bisschen, man muss manchmal, ich meine, die Amerikaner sind da natürlich immer anfällig für, wenn man mal, die machen alles ganz korrekt nach dem Messbuch, aber wenn ich dann einen Kardinal der Heiligen Kirche sehe, der zu Beginn der Christmette, wo natürlich immer auch der jüdische Bürgermeister einer großen Stadt in New York, jetzt habe ich es noch nicht verraten, ist egal, der noch beim Gloria Kusshändchen in die Menge wirft, ja, das ist ja alles furchtbar gut gemeint, aber und das ist ja noch unter uns gesagt noch einer von den Guten. Ja? Also, ist trotzdem ein bisschen, also amerikanischer Katholizismus ist nochmal was Eigenes, aber wirklich der dann ja, a very American way of nicht of life, sondern of liturgy. Lieber Gott, wo sind wir hingekommen? Ich komme da gleich noch zum anderen Beispiel, dann werden wir diesen Kardinal noch wieder zu schätzen wissen. Ja?